Willkommen zurück zu World of Warcraft. Mit dabei, Old Kossig. Juhu. Und hier so ein fast unsichtbaren Amiga-Link. Oh. So, in der Nase. Wir wollen heute möglichst schnell leveln. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, gute Frage. Bei Teddybären schmeißen? Teddybären schmeißen waren wir durch. Da waren wir durch. Also ja. Ich muss Wächter retten, Zwielichtfürsten töten und eine Glyphe öffnen. Ich habe nur Totolas Rache. Da ist ein paar Quests zuvor. Du hast jetzt ein bisschen aufgeholt, wie ich gehört habe. Ja, ich habe noch ein halbes Stündchen weitergemacht um aufzuholen, genau. Genau, da hat er schon ein, zwei Quests vorausgelevelt. Und was ich tatsächlich auch nochmal machen würde, ist tatsächlich einmal kurz die Daily da auf dem Vogel reiten und die Viecher umhauen. What? Ja! Ja, okay, wir sind zu dritt. Das hat ja zu dritt gezählt. Okay. Ja. Okay. Erz und Pflanze bei mich. Wer will? Nee, jetzt gerade nicht. Ich habe ein Portal anvisiert. Ich fliege direkt darauf zu. Okay. Pass auf, das geht nach Steinhardt. Nein, das ist eine Lüge. Na gut, das war Silbermond. Ja. Oh mein Gott, ich bin in Dalaran. What? Hä? 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 What? Was wollt ihr von mir? Kuchen. Ich bin da. Wo seid ihr? Ich bin hier. Ah, da ist der Keks. Jo. Ich bin hinter euch. So, nehmen wir mal eben schnell die Daily hier an. Kriegt doch bestimmt auch wieder Erfahrungspunkte, oder? Ja. Gib mir deine Lanze. Hui. Hui. Es geht ja relativ zügig. Dadurch, dass wir hier zu dritt hier herumgucken. Ne, schneller geht's ja kaum. Ich hab noch eins gemacht und bin schon hier bei halb fertig. Ja, ich auch. So, jetzt. So, zwei noch. Fertig. Wow. Abgewöhnen! Ich hab zwei gemacht und bin fertig. Finde ich gut. Hat am meisten dazu beigetragen. Finde ich echt gut. Ja, und das war doch jetzt Easy Quest. Für 12.000 Erfahrungspunkte kann man machen. Ja, und der Amiga-Link kriegt immer mehr Erfahrung, wenn wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir sind immer noch in dieser Folge, aber okay. Verdammt. Okay. Das ist ein bisschen früh. Also wir machen jetzt eine 3-Minuten-Folge. Ist der Tag aber auch noch nicht vorbei. Nee, nicht wirklich. So. Dann reden wir mal mit der Schildkröte. Die ist bestimmt ganz redlich. Was will denn die? Die hat ein graues Fragezeichen bei mir. Ach, ja, wahrscheinlich, weil du eine Quest dafür hast. Haben wir für die Schlüssel. Verschollene Wächter. Und ich glaube, ich habe jetzt die Quest, die du auch brauchst. Ja, verschollene Wächter habe ich doch auch. Glyphe des Öffnens und sengender Zwielichtfürst. Ja. Ja, siehst, da haben wir auch alles. Ja, sind wir wieder, hab ich doch perfekt aufgeholt. Ja, super, hast du schön gemacht. Wunderschön. Ich bin stolz auf mir. Wenigstens einer. Ja. Genau. Und sonst keiner ist, bin ich wenigstens. Ja, das ist wie, ne, an sich selbst denken. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Genau. So, wo ist jetzt hier... Ah, du bist der, den ich suche. Hier ist hier... Wie heißt er? Glyphe des Öffnens bei mir. Warte, ich werde hier gerade attackiert. Dann hau ich den ganz langsam um. Ich komme. Wo bist du? Reicht, wenn du erscheinst. Ach, du warst von der Eule verdeckt. Ja, jetzt die Eule. Jetzt ist die Eule wieder so fett. Ach, oh, da. Tot. So. Schade, ich kann nicht looten. Was? Aber hat für mich gezählt. Okay. Okay. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, es hat gezählt. Oh, können wir endlich mal wieder gemeinsam questen? Man glaubt es ja gar nicht. Das ist auch Wahnsinn. Alles voll Akkuschrauber, sag ich dir. So. Ach ja, und die Wächter retten. Wo sind denn die? Ja, hier ist einer. Rette ihn! Ach so, die Wächter. Nee.
Nicht die Zwielichtfürsten. Ich hab einen, den man töten muss. Irgendeiner von euch hat Loot hier. Boah, ist okay. Kann gerne Loot bleiben. 1 von 8. Wächter, wer hat denn den Wächter gefunden? Ich habe noch keine Ahnung, wie die aussehen. Ja, der Old Gossack. Die liegen im Dreck. Ah, jetzt hab ich. Dann lass sie doch liegen. Tritt doch mal nach. Ich heb's auch nicht auf. Das wäre auch zu schön. Wo? Da war gerade einer. Der einfach mal verschwindet. Noch ein Erz. Also ich sehe auch keinen im Dreck liegen. Doch, da hinten. Da hinten haben wir noch eine Quest. Das sind ganz viele. Oh mein Gott. Hab einen. Ach, noch einen. Oh mein Gott. Wer hat die Pfeile losgelassen, die wir sammeln müssen? Und einmal die Bogenschützen, die hier so rumtreten. So. Ich werde dann mal eben eine Runde cheaten, ne? Oh, er jetzt wieder. Fliegt da wieder rum. Cheater. Einfach Cheater. Weil ich das am besten kann. Man muss ja auch irgendwas können, ne? Also 3 Pfeile habe ich schon. Ich habe schon ein. Im Hintern. Nein. Fünf. Sechs. Immer diese Profi-Looter hier. Haben sie gelernt vom Meister natürlich. Ja. 7. Irgendwas müssen die auch können. Ja, hier sind ordentlich viele Pfeile. Ich habe hier Glück. Fertig. Ja, wenigstens einer. Und noch ein Wächter. Wächter fertig. Yeah. Hast du gut gemacht. Ja, habe ich nichts dazu beigetragen. Gar nichts. Hast du mal schön gemacht. Ein bisschen. So, 3 Pfeile noch. Fetch. Ich suche mir halt immer die Pfeile aus, weißt du, wo ich dann halt möglichst wenig kämpfen muss. Ja, davon hatte ich gerade 15 Stück. Glücklicher. Ich musste gar nicht kämpfen, ich bin nur von einem zum anderen gegangen. Einen brauche ich noch. So, was muss ich jetzt? Zwielicht-Feldharpun. Was? Okay. Okay, danke. Irgendeiner hat das schon gemacht, was ich muss. Ja, ich brauche das auch noch. Oh, er hat ein zu wenig. Er kann das Quest nachher nicht. Ich bin zu langsam. Ich bin ganz ohr. Skandal! Das muss sich ändern! Schöne ist, ich weiß gar nicht, was da jetzt gemacht werden muss. Lichtfeldhauptmann töten. Welche sind das? Töten. Siehst du den Fettfleck nicht? Ach, okay, dann weiß ich, wonach ich gucken muss. Ja, warte eben, es sind ein bisschen wenig da. Warte auf den Keks. Hm? Der ist doch auch hier. Hm? Okay. Wir sind hier unten. Wir sind hier überall. Einer ist da. Über Straße. Ich hab hier einen. Ich auch. Das sind die, von denen wir auch die Glyphe des Öffnens geholt haben, ne? Ja. Kann ich noch nicht tun. Hat er gezählt für euch? Jo. Hast du gut gemacht. Ich hab mal was gut gemacht. Oh mein Gott. Hat der für euch gezählt? Für dich gezählt? Ich brauch noch einen. Ja, hier steht noch einer. Okay. Wir sind fertig. Hier steht aber noch einer bei uns. Ja, haut mir immer um. Tut mal was für euer Geld. Da läuft immer noch einer. Mal das gleiche. Oh, ja, hau ich mal drauf. Zack. Yay. Hab fertig. Ja, fein. Dann nehme ich das Blümchen mit. Genau, ich lasse das Erz mal liegen. Ich müsste sowieso immer noch zum Bergbaulehrer, um hier meinen Skill weiter hochtreiben zu können. Habe ich noch nicht getan. Oh nein. Doch. Wo bist du denn jetzt mit BB? Oh. 75. Wow. Ja. Fettes. Wow. Das ist, wow.
Ja. Ich bin richtig Profi-Skiller, sag ich dir. Das muss mir erstmal jemand nachmachen, du. Ne? Ja, wer weiß, vielleicht würde ich dann jetzt irgendwann kleiner ist, wir machen einfach nur Craften. Und jetzt mit so viel Erzen auch, kann man schon ein bisschen was machen. Ne? Ja. Die sieht hungrig aus, mit der rede ich nicht. Was, die Schildkröte? Ja, die macht's Maul auf. Schildkröten sind so liebe Tiere. Und jetzt fängt's auch an zu grunzen. Ups. Das wird Schrott. Wir sollen das kaufen. Ja, wirklich. Bäh. Auf zum dritten Flammentor. Yay. Ab, auf nach Schattrad. Nein. Flammentor, echt? Nicht Schattrad-Tor. Okay. Was willst du denn in Schattrad? Ihr könnt alle so schnell fliegen. Ihr Cheater. Wir cheaten nicht. Ihr cheatet. Ich weiß es ganz genau. Ja. Wir könnten dich ja mitnehmen, dass ja, du nee. Schnell bist. Nee, sehe ich gar nicht ein. Nee, ich lass mich doch nicht von euch tragen. Weißt du, man muss sich das so vorstellen wie ein Herr der Ringe. So ein Zwerg, der sich von Legolas tragen lässt oder werfen lässt. Ich glaube, es hackt. Außerdem, das ist ein Stolz des Untoten. Ami, du hast eben gerade in der Mehrzahl gesprochen. Wir haben zwar zwei von den Tieren, ne, aber wie willst du ihn halbieren? Einer von uns könnte ihn mitnehmen. So, so wir sind da. Ausgedrückt? Bist du? Ich bin durch das Tor gegangen. Ich stehe schon da und gebe ab. Okay. Ich erreiche auch das Tor. Grüße. So, ich habe angenommen. Ich auch. Seid vorsichtig. Oh mein Gott. Du kannst mich mal Mut nennen, das ist kein Problem. Wo läufst du denn hin? Wo lauft ihr denn hin? Oh, hier so. Hin. Ich bin genau in die andere Richtung gelaufen. Sehr gut. Sehr gut. Auf dass ich wieder hinterher renne. Das kannst du. Ich war als erstes da, renne aber hinterher. Finde ich gut. Ich muss näher. Ich hol schon mal den anderen. Noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Schon später. Wobei, sie fallen sehr schnell um. Ja. Kaum da schon tot. Ach ja, buffen könnte ich ja auch mal. Einmal drauf. Ja, so. Gut, du hast ihr habt einen Buff. Ihr habt einen Buff. Oh mein Gott. Ja. Wollt ihr mehr Ausdauer oder mehr Angriffskraft? Ich nehme Angriffskraft. Ausdauer. Halt dich länger durch. Dann kriegst du Angriffskraft. Kann mal jemand Zaubermacht buffen, bitte? Da fehlt Zaubermacht? Uns ja, ja. Ich ja. kann leider gar nichts buffen. Boah, also. Was bist denn du für ein Schamane? Ich könnte dir Wasserwandeln geben. Ja, ist auch okay. Bleib dir mal einen Moment leisten. Neben den Kristallen stehen. Warum? Dann gibt's eine Quest. Erledigung. Ja, habe ich schon. Also. Und jemand daneben rein. Steht? Ja, du sollst hier den Nemesis-Kristall untersuchen. Mann, hab wieder Reichweite. Ja, das auch gern, ne? Ja. Yay, ich hab ein grünes Item gewonnen. Yes! Oh, Wahnsinn! Hammer! Irgendeine Robe. Ich werde noch zum Kampfkrieger, sag ich dir. Ja, zum Stoffi-Krieger. Irgendwie sind die Schildkröten hier im Weg, wenn du looten willst. Die sind nicht im Weg. Sie sind nur sehr aufdringlich. Ich finde das als Haustier dann für Haustierkämpfe gar nicht mal so verkehrt. Müsste ich mal gucken, ob ich eine habe. Öfter mal benutzt. Ja, müsstest du eigentlich. Oder? Nee, müsstest du nicht zwingen. Ich glaube, ich hatte meine erste Schildkröte sein. Durch den Dunkelmond jammert. Bin mir auch nicht könnte ganz sicher. Kann sein, dass ich eine hab. Ich weiß es aber nicht. Müsste ich gucken. Dann guck du mal. Yay, yeah, Quest abgeben. Yay. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Aber die fallen ja so dermaßen um, das ist unglaublich. Mhm. Aber soll's ja auch. So. Dann töten wir mal Nemesis. Nemesis. Ich glaube, ich schaff's. Schaffe ich auf jeden Fall eher als manche Gegner gestern in Dark Souls 3. Die waren aber auch nervig. Ach ja. Vor allem der eine da im Keller. Mm. Und die Vierer-Kombo davor, glaub mir, die war einfach nur pures Gesterbe. Hätte ich Rap-Kosten gefarmt, du, das wäre echt, hätte ich mir nicht leisten können. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Er mit seinem Ansturm. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, super. Durfte er nicht mal sein Dingens hier casten? Nö. Ja, dann nicht. Dann wieder zur Retourkutsche hier. Auf zum Questgeber. Wir verlassen das dunkle Portal. Erstmal geben wir die Quest ab. Okay. Außerdem ist das dunkle Portal nur ein Zwielichtportal. Ein Flammenportal. Ein zwielichtiges Flammenportal. Oh, jetzt wird's aber kompliziert. Bleib links. Oh, klar, der Schamane wieder. Ja, was interessiert mich der denn da? Immer der Kettipull hier. Also entweder haut ihr den unterwegs um oder der haut irgendwann wieder ab. Siehst du? Umgehauen. Au. Hier liegt noch was zum Looten. Ja, okay. Weil du es nicht gelootet hast. Es despawnt in dem Moment, wo ich es looten wollte. Finde ich gut. Das war die Strafe. Weil du es vorher nicht gelootet hast. Seid gegrüßt. Könnte daran liegen. Oh, Plattenfüße. Also Plattfuß, Indianer. Kettenhände. Auf bald. Besser als Kettenschwert. Nee, gar nicht wahr. Kettenschwert wäre besser. So. Auf und davon. Auf. Falsche Richtung. Amiga Link. Hä? Hier ist 60. Oh, Entschuldigung. Pro Reifen. Nein, oh. Insgesamt. Flugtempo wie ein 60er. Okay, ich streng mich an, dass ich langsamer bin. Dann geht die Tastatur kaputt, wenn ich da so oft drauf tippen muss. Das hilft bei der Polizei auch nicht, wenn du Auto fährst und dann sagst, ja, geht das Gaspedal kaputt, wenn ich so langsam fliege. Oder fahre in dem Fall. Häng dich doch an den Schwanz von Mammut. Das klingt so pervers. Nein. Nein. Das will ich aber hoffen. Nee. Einfach nur... Nein. Das einfach sieht cool nein. aus. Brems, fahr auf, brems, fahr auf. So. Wir können starten. Was, ihr könnt starten? Oh, sieht das scheiße aus. Daher kriegt auch eine Klage wegen Auffahrunfälle in den Hals. Ich brauche eine Pause, ich kann das nicht. So, komm, weiter. Kannst du so froh sein, dass du einen Adler hinter dir hast? Ich muss mal schnelleres Fliegen kaufen. Auch ich finde das ganz okay so. Ja, ich auch. Kriege ich dich wenigstens wieder ein? Meinst du? Ja. Das sieht aber gut aus, finde ich. Yay. Geht einfach auf Folgen. Ist am einfachsten. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Ich bin ja, du ja. Und Amiga Link so, ui, mach ein Salto. Der hat auch schon mal was genommen, du. Der nimmt immer was. Ja, Blümchen. Blümchen. Bestandteile von Blümchen. Stimmt, die werden und ja Kuchen. Getrocknet und kaputt gemacht. Hast du heute Kuchen? Nein, hab nicht. Pudding? Nein, auch nicht. Kekse? Nein. Was? Ja, scheiße, ne? Ich habe noch eine Kekspackung über von gestern. Oh. Ja, morgen gibt's Dinkelkekse.
Wir haben einen Member, der macht Dinkelkekse extra dazu. Ich kenne nicht mal Dinkeldinges. Dinkeldunkel. Dinkeldunkelkeks. Nee. Dinkel ist voll lecker. Es muss noch viel getan werden. Und wieder. Oh, da ist noch eine Quest. Ja, ich wollte gerade sagen, wo fliegst du hin? Hier ist noch eine Quest. Nur wo? Ach, da ist hier die Sonnenfest-Quest. Oder? Tatsächlich. Ja. Oh mein Gott, die Brandstifter unterwegs. Hat nicht geklappt, ey. So. Ja. Geil, ich hab Brandblüten. Yeah. Wow. Ja, richtig, wir spielen World of Warcraft. Aber weißt du was? Was? Wir machen eine Aufnahmepause. Mitten in der Luft hier. What? Ja! Ne? Weil, ist so. Weil es ist wieder 20 Minuten rum, wir können wieder Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von World of Warcraft, wenn wir dann weiter herumfliegen und von Questgeber zu Questgeber fliegen und uns eigentlich nur um Keks freuen. Yay, yeah, Kekse! Also dann, bis denn. Tschüssi. Tschüss.